Ah. Na, wer sagt's denn? Schwarzpulver. Ah, da haben wir das schon mal. So wie es aussieht, gucken wir uns mal die Liste an. Haben wir das auch? Gut. Was können wir denn noch machen? Handschweißgerät, Trichter, Dartpfeil. Jetzt brauchen wir... Das gucken wir nochmal an. Belebende Flüssigkeit. Ich mach mal alles hier unten. Wir brauchen besonders aufputschend. Und das wird dann alles zusammen zu Kaffeepulver. Dann haben wir das hier. Und das muss da rein. Und dann brauchen wir alle die drei Dinge, die alle da reingeschmissen werden. Also alles zusammen muss da rein und dann kommt das. Also wir brauchen auf jeden Fall Wasser. Und dazu brauchen müssen wir, glaube ich, zu Wenzel. Weil der einzige ist mit diesem Wasserfinderteil. Beziehungsweise müssen wir Wenzel dazu überreden, zu gehen und er das liegen lässt. Nichts darum. Aber das ist ein... Na und? Oh, vielleicht. Und wenn... Teilen wir vielleicht. Okay. Hey, Wenzel, was gibt es? Vielleicht kannst du mir helfen, ein paar Sachen zu besorgen. Okay. Schon wieder? Du hast mir immer noch nicht meinen Rasenmäher zurückgegeben. Ach ja, der Rasenmäher, ja. Besorg dir lieber einen neuen. Der alte hatte ganz miserable Flugeigenschaften. Oh ja. Worum geht es denn diesmal? Schwarzes Pulver habe ich, klares Wasser, belebendes Wasser und energiereiches Wasser. Hast du eine Idee, woher ich klares Wasser bekomme? Klares Wasser? Sowas gibt es doch nur in Legenden. Na und? Mein Vorhaben ist ja auch legendär. Der Legende nach hat dein Vater einst klares Wasser gefunden. Auf diese Weise ist er Bürgermeister von Kuwak geworden. Man munkelt, dass noch immer ein paar Flaschen davon im Rathaus versteckt sind. Das wäre allerdings typisch. Er verlässt Deponia, aber sein Reichtum versteckt er lieber, anstatt ihn mir zu vermachen. Immerhin hat er dir die Wünschelrute hinterlassen. Vielleicht kann man damit ja doch Wasser finden. Puh, träum weiter. Okay, belebendes Wasser? Hast du eine Idee, woher ich belebendes Wasser bekomme? Ich habe mal gehört, dass es belebend sein soll, das Blut von Stieren zu trinken. Du glaubst auch alles, was man dir erzählt, hä? Wie, dass ich das Geld zurückbekomme, das ich dir geliehen habe? Genau. Energiereiches Wasser. Hast du eine Idee, woher ich energiereiches Wasser bekomme? Energiereiches Wasser? Was soll denn das sein? Die einzige Energie, die ich kenne, steckt in den Autobatterien, die man überall im Schrott findet. Na, dass du mir nicht viel zum Thema Energie sagen kannst, hätte ich mir ja auch denken können. Fauler Sack. Okay, ich habe aber... Ich glaube, aber ich mach das lieber... Denn... Wie dumm. Keine... Was denn? Verstehst du nicht? Keine... Weil du klein bist. So ein Bis Scheiß. Später. Genau. Ich habe jetzt einen Plan. Geh mal vor Stadttor. Bohrer. Okay. Und heute, liebe Kinder, zeigt euch der Onkel Rufus, wie man einem ausgewachsenen Stier Blut abnimmt. So schon mal nicht. Trichter. Das muss nicht umgefüllt werden. Das muss nicht um. Okay, dann nehmen wir den Trichter und stecken den heute, da rein. Liebe Kinder. Okay. Toro. Niemals. Und Toni. Okay, dann brauchen wir irgendwas, womit wir Blut abnehmen können. Ach, da war da doch auch die Autobatterie. Okay, weil er gesagt hat, weil er alles, was er gesagt hat, hoffe ich mal stimmt. Und ich schau mal, ob ich die mit dem Ding rausbauen kann. Ich will an die Batteriesäure und ich habe einen Zahnbohrer. Das ist ja schon fast zu perfekt. So wie ich dich kenne, klappt aber gar nichts. Au! Yeah. Okay, dann haben wir das schon mal. Wollen wir nur irgendwas, um das aufzufangen? Das Zeug sieht, denke ich. Was hat er gesagt? Das Zeug sieht harmlos aus. Ich denke, ich kann mir erlauben, dass ein paar Spritzer daneben gehen. Ja, glaube ich jetzt eher nicht. Also, ich hätte gerne ein paar Flaschen.
ein paar Wasserflaschen und ja, also ein paar Flaschen und ein paar Wasserflaschen. Zum Sitzungssaal mal. Luftballons, nimm dir mal die. Die Luftballons lagern hier offenbar schon eine ganze Weile. Ich frage mich, für welchen Zweck sie gedacht sind und warum auf einigen mein Gesicht drauf ist. Jetzt habe ich Luftballons. Die Luftballons lagern hier offenbar schon. Ich frage mich, und warum auf. Okay. Sieht irgendwie nicht so aus, als wäre hier irgendwas noch. Jetzt haben wir zumindest Luftballons. Das erinnert mich an letztes Silvester. Der Plan mit den Ballons war gut. Es war nur der falsche Tag. Der ist so dumm eigentlich. Vielleicht könnte man Balance oder so. Ich drücke immer die falsche Taste, ganz ehrlich. Halt, ja, 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 chill dein Leben zur Postzelle. Hebel. Jeder nur Spielverderin, glaube ich. Okay. Wir machen jetzt trotzdem Flaschen, die wir wo auch immer herkriegen, in die Gasse. Gehen wir mal zu Toni und gucken da mal. Wie läuft das Geschäft? Wie läuft das Geschäft? Seit wer sagt denn, dass ich bin nur... Du hast... Das liegt... Das haben wir, glaube ich, alle schon durch. Warum so sauer? Warum? Du hast meinen Briefkasten zerstört, meinen Hinterhof verwüstet, meine Vorräte aufgefressen. Und wenn ich herausfinde, dass das Verschwinden meiner Lieblingsstiefel irgendwie mit dem Bau deines komischen Fluchtapparates zusammenhängt, dann gnade dir Gott. Irgendwo drin musste ich doch das Schwarzpulver transportieren. Was? Ach, nichts. hast du zufällig Kaffee hier? Hast du zufällig Kaffee hier? Seit du bei mir wohnst, nur noch schon Kaffee. Und selbst das ist noch zu viel. Vielleicht sollte ich die Kaffeemühle da langsam mal aus dem Laden schaffen. Die nimmt nur Platz weg. Wie du. Ich brauche dringend ein paar Zutaten. Ich brauche dringend ein paar Zutaten. Wenn nichts mehr im Kühlschrank ist, bekommst du auch nichts mehr. Nein, ich meinte... Das Thema ist beendet. Verdien dein eigenes Geld. Dann kannst du dir auch deine eigenen Lebensmittel leisten. Hier kann man aber nichts kaufen, du Volltrottel. Ich muss weg. Aber Mühle. Guck einfach mal, ob da Kaffeebohnen drin sind. Kurbel. Vielleicht sind da Kaffeebohnen drin. Nein. Da ist ja nicht einmal mehr ein Krümel drin. Ich muss wohl meine eigenen Zutaten besorgen. Okay. Eine Prise Schwarzpulver. Ein bisschen. Eine ganze. Fehlt nur noch eine Zutat. Und das ist die belebende Scheiße. Wo auch immer ich die herkriege.